Dresden College. Hier befindet sich das Klärwerk von Dresden. Ich habe letztens zum Tag der offenen Tür die Kläranlage Dresden College besucht. Ein Video dazu findet ihr auf meinem Kanal. Im Zuge der Recherche bin ich auf so viele Daten gestoßen, dass ich mich entschlossen habe, nochmal genauer auf die Entstehung bzw. Entwicklung der Kanalisationen einzugehen, weil das Thema doch ganz interessant ist. Mit der Entstehung der ersten zusammenhängenden Siedlungen traten auch Probleme mit Abwasser und Abfällen auf. Spätestens jetzt war einfach hinters Haus kippen doch keine so gute Lösung. Auch gab es nach Regenfällen schnell mal Überflutungen, die auch schnell abgeleitet werden mussten. Die ältesten und bekannten Kanalisationen entstanden zwischen ca. 2600 und 1800 Jahren vor Christi im heutigen Pakistan. In Babylon wurde unter König Hammurabi 1728 bis 1686 vor Christi die ersten Wassergesetze formuliert. Auch in der Bibel, im 5. Buch Moses, findet man neben den 10 Geboten auch Vorschriften zur Reinhaltung des Kriegslagers. Und du sollst draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel haben. Und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben. Und wenn du gesessen hast, sollst du zuschauen, was von dir gegangen ist. Große Kanalisationsanlagen gab es auch bei den alten Griechen, zum Beispiel in Milet, Olympia und Athen. Auch gab es als eine Art erste Abwasserreinigung bei den Athenern schon Rieselfelder, auf denen man die Abwässer versickern ließ. Wie euch sicher bekannt ist, falls ihr freitags in der Schule wart und nicht auf der Demo, mal nebenbei gesagt, die bessere Variante wäre, ihr lernt freitags was und könnt dann euer Wissen anwenden, um für den Klimaschutz einzutreten. Aber rausgehen und Forderungen stellen ist natürlich einfacher und bequemer. Es wurden ja von den alten Römern über Aquädukte auch schon Trinkwasser über große Entfernungen in die Städte geleitet. Dazu gab es auch ein bereits funktionierendes Abwasserableitungssystem, meistens ein offenes Gerinne am Straßenrand. Abwasserrohre gab es aus Kostengründen seltener. Die bekannteste römische Kanalisation war die Cloaca Maxima in Rom, die teilweise heute noch existiert. Hier wurde das Abwasser in den Tiber geleitet. Die Römer bauten auch überall in Europa Toiletten und Abwasserkanäle. In Köln kann man eine solche Abwasserkanalisation heute noch besichtigen. Bekannt sind auch die römischen Latrinen, in denen man zu mehreren nebeneinander mit rauschendem Wasser unter sich sitzt und sich noch unterhält. Heute undenkbar. Es gab auch Abtrittanbieter, die mit Eimern durch die Straßen zogen. Sie hatten lange Mäntel bei sich, unter denen man sich seiner Notdurft entledigen konnte. Der Urin wurde dann als Reinigungsmittel weiterverkauft. Aufgrund des Ammoniakgehalts ist Urin ja für bestimmte Verschmutzungen gut geeignet. Auch Gerber und Wäscher nutzten ihn. Im alten Rom ist auch der Ausspruch "Geld stinkt nicht" entstanden. Um die leeren Staatskassen zu füllen, erhob Kaiser Vespasian auf die öffentlichen Toiletten eine spezielle Latrinensteuer. Suetonius überlieferte, dass Vespasian die Steuer vor seinem Sohn Titus rechtfertigte, indem er ihm Geld
aus den ersten Einnahmen unter die Nase gehalten und gefragt habe, ob der Geruch ihn störe. Als dieser verneinte, habe Vespasian gesagt, und doch ist es vom Urin. Im Laufe der Zeit wurde daraus die Redewendung Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Die öffentlichen Toiletten in Paris heißen noch heute Vespasian. Nach dem Abzug der Römer im frühen europäischen Mittelalter ging das Wissen um die hygienische Bedeutung einer geordneten Abwasserentsorgung weitgehend wieder verloren. Es wurden wieder mehr und mehr Donnerbalken verwendet. In Städten und vor allem auf Burgen, heute noch zu sehen, sind die Erkerlatrinen. Auch öffentliche Abtritte auf Brücken. Auch die Nachttöpfe wurden einfach aus dem Fenster auf die Straße gekippt. Da die Straßen meistens noch ungepflastert waren, wurden zum Laufen meistens Trittsteine und Holzleisten ausgelegt. In den Küchen wurde meistens Bach- und Flusswasser verwendet. Da dieses auch die Abfälle wieder aufnahm, war das natürlich begünstigend für viele Krankheiten, wie Pest oder Cholera. Die Städte wurden mit der Zeit ja auch größer und dichter und demzufolge war auch bald das Abwasserproblem nicht mehr zu ignorieren. In Wien wurde 1739 zuerst angefangen, ein Kanalisationssystem anzulegen. London folgte als zweite europäische Stadt dann 1842. Nach dem großen Stadtbrand von Hamburg wurde 1842 auch hier mit dem Bau einer Kanalisation begonnen. Nach der Erfindung des Wasserklosetts stieg der Abwasserbedarf noch einmal groß an und sie bauten nach und nach alle Städte eine Kanalisation. Und auch die Seuchenproblematik verringerte sich. Als letzte Cholera-Epidemie in Deutschland gilt die Epidemie von Hamburg im Jahr 1892. Bis alle Haushalte angeschlossen waren, dauerte noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ich kann mich noch an das Haus meiner Verwandtschaft erinnern. Die hatten in den 70er Jahren auch nur ein Plumpsklo, allerdings im Haus. Es musste hier das Geschäft dann mittels Wassereimer ins Fallrohr gespült werden. Als Kind fand ich das ziemlich eklig und blöd. Anfangs wurde erst immer alles ungeklärt in die Flüsse abgeleitet. Da aber immer wieder noch Epidemien auftraten, entstanden nach und nach überall Kläranlagen. Bei Ausgrabungen am Altmarkt in Dresden konnte man deutliche Rinnensysteme erkennen, die in die Oberfläche der anstehenden Lehmschicht gegraben wurden und zur Ableitung von Niederschlagswasser gedient haben mögen. Sie werden auf das Ende des 12. Jahrhunderts datiert. Auf den 17 Grundstücken des zweiten Grabungsabschnittes haben sich mindestens Latrinen aus Mittelalter und Neuzeit erhalten. In Dresden erfolgte die Abführung der Abwässer bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts durch die sich an den Häuserreihen hinziehenden offenen Gerinne, die in die Wallgräben bzw. in die Elbe mündeten. In diese entleerten die aus den Grundstücken kommenden Abzüchte ihre Flüssigkeit. Um 1410 wurde ein Teilstrom des Kalksbaches in die Stadt geleitet. Er verlief offen an der Kreuzkirche vorbei, entlang der Süd- und Westseite des Altmarkts, zur Schlossstraße, über die Große Brüdergasse und gelangte dann in den Stadtgraben. Das Wasser diente vor allem zu Lösch- und Reinigungszwecken, erfüllte aber auch eine Entsorgungsfunktion. In gewissen Abständen wurde der Bachlauf gereinigt. Eine Anordnung der Obrigkeit vom 30. August 1527 lautete:
Die Hausgenossen sollen die Keitzbach helfen räumen, nach all der Gewohnheit. Welcher es nicht vermag, soll nach seinem Vermogen aufs Baumeisterkenntnis Geld geben. 1531 gab es wieder einen Anlass zu Mahnungen an die Anleger. Der Kehricht soll nicht in die Keitzbach geschütt werden, noch daran gewachsen werden. 1566 hat die Stadt Dresden an Stellen, an denen viel Abwasser anfällt, Schleusen installiert. Erst im 17. Jahrhundert begannen die Anwohner einzelner Gassen auf eigene Kosten Schleusen zu bauen. 1689 erließ Kurfürst Johann Georg III. Eine Anordnung, den Schleusenbau weiterzuführen. Der Rat der Stadt brachte aber den Einwand vor, während die offenen Gerinne durch die Anwohner und nötigenfalls durch den Regen gereinigt würden, kümmere sich niemand um die Entleerung der Schleusen, wie sie in der kleinen Brüdergasse und in der Frauengasse bereits vorhanden seien. Die Kosten sollten dann zwischen dem Rat der Stadt und den Anwohnern geteilt werden. Aber auch das lehnten die Dresdner Ratsherren ab. 1693 befahl der Kurfürst Johann Georg IV., dass zum Wohlstande unserer Residenz und Abfuhr des Unflats besonders in den breiten Straßen neue, steinerne, mit Holz überdeckte Schleusen von den Hausbesitzern auf ihre Kosten, aber unter Leitung des kurfürstlichen Landbaumeisters hergestellt und damit der Anfang in der Moritzstraße gemacht werde. Die Kosten der Unterhaltung und Reinigung habe die Stadt zu tragen. Jetzt begann endlich der Schleusenbau. Zunächst in der inneren Stadt, in den folgenden Jahrzehnten aber allmählich auch in den Hauptstraßen Alten Dresdens und der Vorstädte. In den Jahren 1809 bis 1811, bei der Schleifung der Festungsanlagen, wurden auch die mit der Elbe verbundenen Waldgräben zugeschüttet, in die das Wasser aus den Schleusen teilweise abfloss. Erstmals verlegte man planmäßig tiefere Schleusen bzw. Kanäle innerhalb der ehemaligen Festungsgräben, die nunmehr direkt in die Elbe mündeten. Die Festungsmauer wurde dabei gleich als eine Kanalwand genutzt. Die Kanäle enthielten eine gewölbte Decke und waren die ersten begehbaren Kanäle der Stadt. 1847 übernahm Hermann Klette die Leitung der Abteilung Tiefbauwesen im Dresdner Bauamt. Es stellte sich heraus, dass die früher unter Karl Mank gebauten Schleusen mit breiten Sohlen nur ungenügend den wechselnden Abflussverhältnissen einer Mischkanalisation entsprachen. Besonders kleinere Wassermengen werden bei eiförmigem Querschnitt mehr zusammengehalten. Eine höhere Fließgeschwindigkeit und auch Tiefe ist die Folge. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Ablagerungen bilden, auch geringer. 1874 hat dann die Stadt Dresden beschlossen, eine Schwemmkanalisation zu bauen. Das heißt, Schmutz und Regenwasser zusammen in einem Kanal abzuführen. Angefangen wurde 1890 mit 4 begehbaren Flutkanälen, rechts und links der Elbe. Das Problem dabei war, bei Hochwasser konnte hier nichts mehr richtig abfließen. Deswegen wurde um 1900 angefangen, 2 Kanäle, die parallel zur Elbe laufen, zu bauen, jeweils einen auf der Altstädter und einen auf der Neustädter Seite. An den Schnittpunkten zu den 4 Flutkanälen wurden dann Regenüberläufe gebaut. Nach Einführung der Wasserklosetts und aufgrund von Untersuchungen über Selbstreinigungsvorgänge der Elbe wurde eingeschätzt, dass Dresden außer den jetzt schon in die Elbe fließenden Schmutzgewässern auch noch sämtliche Fäkalien unbedenklich in die Elbe abschwemmen könnte.
Man holte dazu noch ein Gutachten des Reichsgesundheitsrats vom 8. Februar 1902 ein, dass die folgenden Anforderungen an die Einleitung aus der Schwemmkanalisation in die Elbe und damit auch die Reinigungsleistung der zukünftigen Reinigungsanlage definierte. Entfernung der gröberen Schwimm- und Zinkstoffe bis zu Teilchen von 3 mm. Die dabei ausgeschiedenen Rückstände sind in gesundheitlich und ästhetisch einwandfreier Weise zu beseitigen. Schaffung der Möglichkeit, in Ausnahmefällen eine allgemeine Desinfektion der Abwässer durchzuführen. Einrichtung von Abfangvorrichtungen für grobe Schwimm- und Zinkstoffe an sämtlichen Notauslässen. Errichtung einer zentralen Abwasserreinigungsanlage auf Kaditzer Flur. Fortführung des Endauslasses der gereinigten Abwässer als geschlossenes Rohr bis in die Mitte des Elbestroms. Mit dem Bau der mechanischen Reinigungsanlage und Pumpstation auf der Flur Kaditz wurde 1909 begonnen. Die Planung lag in Händen des vorgenannten Hermann Klette, als Leiter des städtischen Tiefbauamtes zuständig für Technologie, und von Stadtbaurat Hans Allwein, als Leiter des städtischen Hochbauamtes zuständig für die Architektur. Nach mehreren Versuchen wurde schließlich 1936 der Bau eines geschlossenen Faulbehälters mit einem Volumen von 2500 Kubikmetern begonnen. Dieser wurde auf 33 Grad Celsius beheizt und war nach Essen-Rellinghausen der dritte beheizte Faulbehälter Deutschlands. Das Siebgut wurde bis zur Geruchsfreiheit ausgefault und anschließend auf offenen Trockenbeeten entwässert. Das stichfeste Material wurde dann wiederum den Bauern als Düngemittel zur Verfügung gestellt. Das bei der Faulung entstandene Faulgas wurde in einem Gasometer gespeichert und später zur Beheizung des Faulbehälters verwendet. Im Januar 1987 kam es dann zur Katastrophe. Beim Hochwasser wurde die Hauptpumpenstation der Kaditzer Kläranlage überflutet. Gleichzeitig war die Stromzufuhr aus dem Landesnetz unterbrochen. Fast 5 Jahre lang floss das Abwasser über den Auslauf des Altstädter Abfangkanals an der Flügelwegbrücke ungereinigt in die Elbe. Nach der Wende waren wieder Gelder da, um die Anlage instand zu setzen und auch zu erweitern bzw. zu modernisieren. In den Jahren 2008 bis 2012 wurde dann eine Faulanlage gebaut, in der anfallende Klärschlamm in Gas vergärt wird. Es entstanden die markanten Eier, die von der Autobahn aus zu sehen sind. Das hier entstehende Gas wird in 3 Blockkraftwerken in Elektroenergie umgewandelt. Ja, das ist ganz grob die Geschichte der Kanalisation. Und jetzt gebe ich euch noch einen kurzen Überblick über die Kaditzer Anlage. Hier vorne kommen die beiden Kanäle, die links und rechts der Elbe fließen, gemeinsam an und fließen durch ein Grobrechen. Danach folgt ein Feinrechen, in dem die restlichen größeren Fremdkörper herausgenommen werden, die es durch den Grobrechen noch geschafft haben. Im Sandfang wird die Fließgeschwindigkeit so weit heruntergenommen, dass sich Sand und ähnliche Verunreinigungen absetzen können. Da die nächste Station 14 Meter höher liegen, wird das Ganze im Pumpwerk nach oben gepumpt. Im Vorklärbecken setzt sich der ganze Schlamm ab, der nach der Schlammbehandlung dann in den Faultürmen vergärt wird. In der Denitrifikation wird der Stickstoff entfernt. Dafür lässt man die Bakterien arbeiten.
Diese brauchen zur Nahrungsaufnahme Sauerstoff. Es wird aber kein Sauerstoff zugeführt. Deshalb schnappen sich die Bakterien einfach den im Nitrat gebundenen Sauerstoff. Die Bakterien wandeln also Nitrat zu Sauerstoff und Stickstoff um. Der gasförmige Stickstoff entweicht dann in die Luft. Danach wird Kalk zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bakterien hinzugefügt und durch Einsatz von Metallsalzen wird der Phosphat gebunden. Um weiter Stickstoff zu entfernen, benötigen die Bakterien Kohlenstoffverbindungen. Alkohol wird hier gern genommen. Prost! 20 Stunden verweilt das Abwasser dann in den Belebungsbecken. Hier wird über tausende Belüftungsteller Luft in das Becken gepumpt, um den Bakterien genügend Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Damit sich hier nichts absetzen kann, wird das Wasser über 42 Rohrwerke auch ständig in Bewegung gehalten. In den Nachklärbecken setzen sich die restlichen Schlammbestandteilchen ab und nachdem das nunmehr gereinigte Abwasser noch durch eine Messstation geht, fließt es in die Elbe. Dabei treibt es noch eine Turbine an, durch die ein Teil der benötigten Energie wieder eingebracht wird. Der Schlamm aus allen Becken wird derweil getrocknet und in die Faulbehälter gepumpt. Von dort hat er eine schöne Aussicht, während er zu Gas vergärt wird. Mit diesem Gas werden die drei Blockkraftwerke betrieben und man gewinnt wieder etwas der aufgewendeten Energie zurück. Der ausgefaulte Klärschlamm wird in Zentrifugen auf 25% Trockensubstanzgehalt entwässert und über eine ebenfalls im Jahr 2012 fertiggestellte Schlammverladungsanlage an Entsorgungsfirmen übergeben. Es fallen täglich 150 bis 180 Tonnen Schlamm an. Diese werden ab Januar 2022 einer Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage zugeführt, um daraus Phosphor zurückzugewinnen. Wer noch mehr über das hiesige Klärwerk erfahren möchte, dem empfehle ich das Video, das ich über den Tag der offenen Tür gemacht habe. Auch auf der Website der Dresdner Stadtentwässerung findet ihr viele Infos und auch ähnlich Google Street View Bilder von einem Rundgang durch die Anlage. So, das war's erstmal. Wenn mein Video euch etwas gebracht hat, beziehungsweise wenn ihr es einigermaßen interessant fandet, klickt doch bitte mal auf Gefällt mir. Ciao. Ging das Wissen um die hygienische Bedeutung einer geordneten Abwasserverrichtung? Nicht. Auch in der Bibel, im 5. Buch Moses, findet Schnitt. Auch in der Bibel, im 5. Buch Moses, findet man neben den 10 Geboten auch Vorschriften zur Reinhaltung des Kriegslagers. Und du sollst draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel haben. Und wenn du dich draußen setzen willst. Schnitt. Und. Schnitt, Schnitt, Schnitt. 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 Gut, geht weiter. Ich fange komplett an. Heute hat das Dresdner Kanalnetz eine Länge von 1800 Kilometern.
Schnitt. Heute hat der Dresdner Kalender Schnitt. Heute Schnitt, Schnitt, Schnitt. Heute hat das Dresdner Kanalnetz eine Länge von 1800 Kilometer. Insgesamt sind 670.000 Menschen mit der Kläranlage Dresden-Kaditz verbunden. 565.000 Dresdner. Schnitt.